Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von One Piece Unlimited Cruise 2. Im letzten Part sind wir von der Riesenbauminsel quasi geflohen. Wir sind jetzt hier bei einer neuen Startinsel angekommen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Nur, dass es keine grüne Insel ist, sondern eine Wüsteninsel direkt am Anfang. Soldaten? Nein, ich denke, das ist ein Witz. Bei der Schlammpuppentransformation. Diese langen Waffen könnte ein Problem werden. Pass auf, dass sie euch nicht direkt erwischen. Andere Charaktere, damit sie auch neue Fähigkeiten lernen. Ja. Und ich hatte schon mal sehr viel Glück und direkt ein Kartenfragment gefunden. Frankland hat nichts Neues. Nein, ich muss zuerst mal. Nein, Status schon. Was ich bei wen lernen kann. Gummipistole, Gummipistole, Spulpistole. Okay. Hatten wir ja schon die ersten paar Techniken. Muss hier irgendwas mischen, Medikamente erstellen. Natürlich die Sprintattacke auf Stufe 18 bringen. Ja, Stufe 12, das würde gehen. Die erste Prüfung, ja, okay. Das ist auch kein Problem. Hey Robin, hatten wir ja schon die erste Technik. Schatzkiste finden, so, okay. Klimmertagstock weiter ausbauen. Okay, Grabübung. Kanone herstellen. Sprintattacke auf Stufe 14. Okay, Frank ist so viel leveln. Stimmt, bei Lysop hatten wir hier schon die Sprungattacke neu. Ordner legen und leveln. Bis dann muss ich kochen. Spezialtechniken halt leveln. Hey,
Das Zoff ist halt trotzdem nicht so einfach. Relativ schnell. Zumindest, wenn man trifft. Mittels 40 ist so immer das Problem, dass ich da meistens nicht die Gegner treffe. Sind alle in Ordnung. Wenn ihr müde seid, dann wechsel einfach mit jemand anderem, okay? Yes, okay. Ich glaube, das ist so hier. Ja. Hier und sonst, wenn die Gegner weit oben stehen, dass man nicht gut treffen kann. Das können wir auch direkt einsammeln. Natürlich schön die Insel erkunden. Können. Ich könnte das Weltkarte als Zutat nutzen. In der Küche ist noch Mehl. Vielleicht typisch was zu. Direkt das erste Rezept. Sanji, das wir machen können. Bis zu ihm haben wir auch quasi die Möglichkeit, direkt eine neue Fähigkeit freizuschalten. Das ist ja auch so interessant, dass die Charaktere jetzt quasi ihre Spezifizierung ändern, wie zum Beispiel die Kurorin war ja, dass sie auf Fernkampf geht, jetzt hier im zweiten Teil geht sie mehr auf Nahkampf und Techniken her. Ich wollte die Fähigkeit direkt ausrüsten. Nein, Nahkampf. Nicht schwierig. Zumindest das ist auch hier auf dem Fernkampf. Muss trotzdem den Entwicklern lassen. Die haben sich Mühe gemacht. Neue Spezialtechniken ausdenken und so weiter.
Sprungattacke haben wir auch direkt. Soldaten verwandeln lassen. Hat sich auf vielen Schwierigkeitsgrad kommen, glaube ich, auch mehr Gegner. Ich finde es gut, dass wir direkt auf Level 20 gehen können. Wenn man merkt, Level 5 ist sehr schnell erreicht. Es könnte auch sein, dass es hier im zweiten Teil vom Level her nochmal angezogen haben, dass man da schnell Erfahrung sammelt für die Attacken. Bin ich mir gerade nicht sicher. Was für ein Weg über die Schlucht. Könnte es irgendwie hier hinten sein. Die Karten sind halt auch wieder mal sehr groß. Dafür merkt man es, dass sein erster Angriff mehr auf Distanz geht. Der zweite dann die Distanz überbrückt. Warum ist es nicht, dass ich das irgendwie geschafft habe im ersten Spiel? Das ist doch, wie ich gerade getroffen werde.
Okay, ist doch. Trotzdem schon wieder ein bisschen länger aus. Ich soll trotzdem warten, ob das die Spiele irgendwann mal fertig sind. Weil ich was Neues anfange. Den Gegner rumzuwerfen. Das war ein Fehler. Das wollte ich gerade eigentlich nicht ansetzen. Ein bisschen der Steuerung lassen, zwar genervt. Okay. Platz 1, haben wir auch Typen verhalten von mir nichts. Ja, natürlich die erste Folge wird relativ viel Kämpfe sein. Gegen kleinere Gegner. Wir schätzen und neue Fähigkeiten.
jeweils so. Ich meine, ich kriegen würde jetzt zum Anfang. Das ist eh ein bisschen tragisch. Selbst wenn ich sehr viel von neuen Angriffen verwende. Bin ich trotzdem froh, dass ich die alten noch habe. Das würde ich die Gegner fast gar nicht down kriegen. Okay, warte, haben wir das Kaktus-Trick. Oh, mein Kaktus. Ah, er ist testbar. Ein bisschen das klassische Schach. Über 1000 Leckeres mal machen. Wir haben Brand angekommen. Natürlich will ich diesmal schon, dass die Karte direkt im ersten Erkunden so gut wie möglich vervollständige. Solange es keine Schlammpuppen sind, sehr viel aus. Dass man den nicht so im ersten Teil direkt Teilkatzen bekommt. Oder SP-Kasten. Schrott.
Auch von den Gruppen kein Schwarzpulver gehört. Das weiß ich nicht. Das nervig ist, den Zweitangriff hier zu treffen. Und das fand ich auch nicht. Mit dem Gegner kann ich, beziehungsweise mit dem Gegner kann ich noch nichts machen. Doch, kann ich schon. Ich habe mich gerade vom Glück angestellt. Das alles in dem Bereich. Irgendwie rüber? Vielleicht nachher. Geht's auf jeden Fall, glaube ich, rüber. Jetzt sind hier noch relativ viele Flammengruppen. Hatten wir ja im ersten Teil die Höhle auf der letzten Insel. Auch relativ viele waren. Noch mehr Level-Soldaten. Nein, Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Schaut euch die Tattoos an der Namen an. Das sind Agenten der Barockfirma. Was ist das? Das macht. Verstehe ich nicht. Ich werde euch erlegen. Ja, eigentlich sind es immer noch schlimm. Nicht. Irgendwo ist ein Engel. Okay, ich hab doch ganz
2 von Karte 2 haben wir auch. Wir können denen ja noch Sachen stellen. Das bringt uns auch ein neues Rezept. Spezialgetränk. Allerdings möchte ich gerade mal die Gegner hier erledigen. Zumindest wollen sie mich lassen. Ist jemand verletzt? Ja, ich meine, ja. Benutzt Medizin, um euch zu heilen, okay? Ja, natürlich. Okay. Die Schulelänge geht, wenn ich an der Stelle auch schon bin. Ich denke, ich will uns zu sehen. Lasst mir jetzt schon, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von OP Sammlung. Das ist Cruise 2 wieder. Ciao.